Das muss die Kathedrale sein. Sie rührt sich nicht. Nicht einmal ein Rambock würde ihr weiterhelfen. Was machen wir jetzt? Na toll, jetzt haben wir es so weit geschafft und kommen nicht in die Kathedrale. Kudelka, Edward, Sie beide müssen nun gehen. Mein Freund war offenbar für das Grauen hier verantwortlich. Und deshalb trifft auch mich eine Mitschuld. Ich erwarte nicht, dass Sie mich mögen. Und ich habe nicht das Recht, Sie um Hilfe zu bitten. Also, von jetzt an mache ich allein weiter. So ein Unsinn. Wir sind nicht nur ihretwegen hier. Nein, Kudelka, du musst zurückgehen. Die Gefahr ist zu groß. Edward, du bist derjenige, der gehen sollte. Du bist nicht für diesen Ort geschaffen. Zugegeben, du bist ein guter Kämpfer mit viel Erfahrung und dein Killerinstinkt ist auch nicht zu leugnen. Aber im Grunde bist du im Gegensatz zu mir nur ein Durchschnittsmensch. Was mich angeht, ich kann in dieser Umgebung etwas Gutes tun, das meinem Leben einen Sinn gibt. Hör auf, mich zu belehren! Ich will alles oder nichts, ohne Wenn und Aber. Ich verschwende keinen Gedanken an Konsequenzen. Ich tue, was immer ich tun will. Was interessieren mich meine Chancen? Das Leben ist ein Spiel, bei dem man auf Sieg setzen muss, wenn man gewinnen will. Und der Einsatz ist das Leben. Edward, mach dich nicht lächerlich. Ich bleibe jedenfalls hier. Tun Sie, was Sie wollen. Das werde ich. Wie wär's, wenn ihr euch etwas einfallen lassen würdet, wie wir diese Türe öffnen können? Moment. Es gibt einen Weg. Erinnern Sie sich, als wir Patricks Haus durchsuchten? An die vielen Chemikalien? Es könnte etwas dauern, aber ich glaube, ich kann damit Nitroglycerin herstellen. Nitroglycerin? Das ist großartig. Die Sprengkraft wäre enorm. Für diese Tür brauchen wir einen vollen Glaskolben. Nun, wenn ich ihn fallen lasse, bevor ich zurück bin, mache ich im Himmel eine echte Blitzkarriere. Ich gehe und es ist getan. Die Glocke mahnt. Hör sie nicht, Duncan. Es ist ein Grab geläut, das dich zu Himmel oder Hölle entbeut.
Ich beginne mit der Arbeit. Warten Sie beide bitte hier auf mich. Und dann? Was passierte mit diesem Mädchen Melanie? Am nächsten Morgen war sie fort. Sie hatte fast alles aus dem Zimmer mitgenommen. Du hast nicht viel Glück mit Frauen, stimmt's? Du kennst doch den Spruch, die sauberste Trennung ist, wenn die Frau einfach abhaut. Was für ein Verliererspruch. Aber du hast es gut. Du kennst so viele Leute, mit denen du Spaß haben kannst. Und ich bin ganz allein. Ich war mein ganzes Leben lang allein. Und wie war deine Kindheit? Ja, ich war auch mal ein Kind. Ich wurde in einem kleinen Dorf in Wales geboren, direkt am Ufer des Talisien. Es war ein kleines Zigeunerdorf. Zigeuner? Genau, Zigeuner. Aber wir nannten uns nicht Zigeuner. Wir nannten uns Roma. Weißt du, ein echter Zigeuner wird unter einem blauen Himmel geboren und stirbt auch unter demselben blauen Himmel. Alte Zigeunerregel. Eine schöne Vorstellung. Eines Tages unter einem blauen Himmel zu sterben. Jeder Zigeuner erhält bei seiner Geburt einen Namen. Mein Zigeunername war Slato. Slato? In dem Namen schwingt etwas mit. Was bedeutet er? Das sage ich dir nicht. Oh, das muss auch so eine Regel sein. Eine Regel, genau. Seit ich dich kenne, hat mich dieses rätselhafte Funkeln in deinen Augen fasziniert. Das muss die Zigeunerin in dir sein. Ein Blick von dir, voll Geist und Seele, macht bang zugleich und hoffnungsvoll. Byron mal wieder? Volltreffer. Du verehrst ihn sehr, nicht wahr? Ja. Manchmal denke ich, dass wir Seelenverwandte sind. Dann ist er sicher auch so ein Egomane wie du. Ich betrachte mich eher als Romantiker. Mein Vater war sehr streng. Er hat mir nie verziehen, dass ich als Akademiker gescheitert bin. Seiner Meinung nach lag mein Versagen daran, dass ich meine Zeit damit vergeudete, von Abenteuern und fernen Ufern zu träumen. Er versuchte mir ständig einzubläuen, dass Träume, die Macht der Fantasie und alles, was ich als Kind liebte, nutzlos und reine Zeitverschwendung sei. Als wollte er mir sagen, dass ich selber nutzlos bin. Aber vielleicht hat er ja recht. Weißt du, ich wurde wahrscheinlich zu spät geboren. Als ich 15 wurde, waren bereits alle weißen Flecken von der Landkarte verschwunden. Der wilde Westen war bereits besiedelt und der Dschungel bereits erforscht. Es gab nichts wirklich Neues auf der Welt für mich zu entdecken. Jedenfalls nichts, was mich reizen konnte. Ich denke, deshalb streife ich jetzt hier durchs Land. Natürlich. Unterwegs gehe ich keinem Kampf aus dem Weg und habe ein paar Mal mein Leben aufs Spiel gesetzt. Aber nirgendwo finde ich die Wahrheit. Die Wahrheit, die ich suche. Ich sehne mich nach etwas ganz Besonderem. Ich kann es nicht genau erklären. Es ist, als ob ich nach einem nicht greifbaren Schatz suche. Kudelka, ich beneide dich. Du hast übersinnliche Kräfte, die nur wenige besitzen. Und als Zigeunerin kannst du so leben, wie du willst. Und wer gibt dir das Recht, so zu tun, als ob du mich verstehst?
Hast du einen Schimmer davon, wie ich aufgewachsen bin? Dass ich nicht lache. Abenteuer. Oh Mann, du hast nicht die leiseste Ahnung. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Kummer meine übersinnlichen Kräfte mir gebracht haben. Mein Vater starb, als ich noch ein Kind war. Ich hatte die genaue Zeit, den Ort und die Todesursache vorhergesagt. Stell dir das mal vor, den Tod deines eigenen Vaters vorherzusagen. Als Kind war ich verflucht, weil mich meine Fähigkeiten völlig überforderten. Meine Mutter? Sie hatte so viel Angst vor mir und hasste mich so sehr, dass sie versuchte, mich mit bloßen Händen umzubringen. Die ältesten Zigeuner beschlossen, mich aus der Gemeinschaft auszuschließen. Ich war damals erst 9 Jahre alt. Du hast keine Ahnung, wie es für ein 9-jähriges Mädchen ist, sich ganz allein durchschlagen zu müssen. Schätze, so ein Quatsch. Hast du je weinend um etwas zu essen gebettelt? Musstest du je deinen Körper verkaufen, um dich nachts vor der Kälte zu schützen? Ich war genau wie Charlotte. Als sie weinte und sagte, dass niemand sie je geliebt hat, trafen mich ihre Worte bis ins Mark. Ich war es, von der sie sprach. So wie sie wünschte ich allen den Tod und hegte einen Hass auf die gesamte Menschheit. Aber weißt du, Charlotte hat ihren Frieden gefunden und ist aufgefahren in den Himmel. Und ich lebe immer noch und bin immer noch ganz allein. Niemand hat mir jemals geholfen. Niemand. Kudelka, du... Ich sag's dir, ich bin nicht so frei, wie du denkst. Ich bin eine arme, schäbige, ungebildete Frau, die ihren Zigeunerstolz den Hunden zum Fraß vorwerfen musste, um zu überleben. Aber weißt du, selbst jemand wie ich kann Gutes tun. Mit meinen übersinnlichen Kräften kann ich das Leid anderer lindern. Dann bin ich froh, dass ich lebe. Es muss mich niemand lieben. Ich möchte nur, dass mein Leben einen Sinn hat. Ich möchte nur, dass mir jemand sagt, dass er mich braucht. Du, nie im Leben kannst du mich verstehen. Ich habe es geschafft. Gehen wir.